So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Und zwar will ich jetzt noch, warum dauert das so lange, will ich jetzt noch den E50 und hier einen T32 machen. Ja, der hat jetzt keine Tarnung mehr. Der auch nicht. Der hat überhaupt noch Tarnung. Der hat noch Tarnung. Der hat noch Tarnung. Und der hier. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit dem Schwierigsten an, mit dem E50. Wir sehen uns gleich im Gefecht. So, und da sind wir auch schon im Gefecht, und zwar in Moorbanka. Los geht's! Das heißt, wir machen uns hier nieder. Ins Wäldchen. Denn ich mag das Wäldchen. T54, E... Ja, sieht schon mehr aus, dass ich eigentlich mit dem komischen Gegengewicht hier, hä? T54 E1, was ist das eigentlich, ein Ami oder? Ja, ich glaube ein Ami ist das. Komm, Traktor, dich mach ich kaputt. Das habe ich mit dem Kleinen versucht. Buch bin ich dran geknallt, stand. Das war auch lustig. Ich denke, ja, du musst jetzt überrollen. Du musst ja mit den Großen auch immer überrollen, wenn du dir vor der Kettengerät geh. Knüppel da drauf zu. Und das war so ungefähr, wie wenn du mit dem Trabi gegen die Wand fährst. Abrupt gestoppt. Herrlich. So, hier fahren ein paar vor. Das ist ganz gut. Hier fahren ein paar vor. Haben sie schon was drauf geknüppelt in T54. Ja. Sehen wir mal, dass wir den T54, den unseren T54 ein bisschen unterstützen können. So. Zeig mir deinen Arsch. Ja. Das ist ja noch ein T30. Mist, so verdammte. Er ging voll durch ihre Panzerung. Oh, irgendwas beschießt mich hier. Ich muss zurück. Irgendwas hat mir jetzt ein paar ganz schöne drauf geknüppelt. So eine Sauerei hier. Diese Mistvögel. Oh ja. Oh, 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 was ist denn hier los? Was haben sie denn hier gemacht? Oh, das ist ja neu. Also das muss neu sein. Ich bin doch sonst immer so schön am Strand hier unten lang gefahren. Jetzt hänge ich ja fest, und da kann ja das wahr sein. Ich glaub's ja wohl nicht. So ein Käse. Das wird auch die 30 schön runter. Oder bin ich sonst erst noch am Berghang lang gefahren und dann noch am Strand? Oh Mann, ich muss davor leider. Mach doch mal hier, lass mich doch mal hier durch. Ich hätte schwören können, dass ich früher immer am Strand lang gefahren bin. Aber so, das kann ich mich auch täuschen, ja. So. Also wenn ich mir noch eine draufbrettern, dann habe ich natürlich eine Arschkarte, gell? Das ist klar. Oh Scheiße, das geht daneben. Das war eher für die Winterhilfe. Bleib stehen, bleib stehen. Ich will da eine zwischen den Turm gehen. T30. Bleib doch stehen, du bist Buche. Ja, jetzt zeig mir deinen Arsch, dass ich da eine drauf brennen kann. Gut, weg war der Kollege. Sieht ganz gut aus für uns im Moment. WZ-120. Das ist schon fast der Scout-Panzer. Der WZ-120. Oh, der hat auch bloß noch 9%. Der T54 E1. Den haben sie auch schon ganz mordsmörderisch vor drauf gepackt. So, aber mal gucken, wenn wir hier vor die Flinte kriechen. Ja, bewegt sich hier irgendwas? Ne. Hier oben auf dem Berg, der Kollege. Ne, da auch nicht. Der T30. Naja, ich gehe mal hier ein bisschen vor. Gucken wir mal. Ich befürchte bloß die Hocken. Ich befürchte bloß die Hocken hier vorne drin, hier vorne links drin, auch schon vor. In den Höfen hier. Aber verdammt, ich hab gedacht, da kommt vor.
Da kommt auch, Objekt, irgendwas hier. Da ist ein Jagdtiger. Ach, wieder nicht. So ein Mist aber auch. Wie haben wir hier? Da kommt hochgeturnt ein Bärsch. Ah. Ne? Runter. Liegen nicht vor die Linde. Jetzt hab ich ihn aus. Misthund. Ist hier zu verarschen oder was? Hab ich mir gerade gefressen. Wie ein Pfund Schmierseife, wenn sie mich verkackeiern wollen hier. Immer hin und her und hin und her. Ja, scoutet ein bisschen Freunde. Gut macht er das. Oh, da vorne der T30. Und, ah ne, der Jagdtiger. Oder ne, was ist das Objekt? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ah, danach muss ich, ah, ja. Und, ach, verdammt. Gut, den Armer hat ihn geplättet. Oh, was haben wir hier? T54 E irgendwas. Oh, den können wir auch nicht allzu viel zerschießen und die Ketten. Wir haben sie böse erwischt. Ja, Ketten, oh, Ketten können wir zerschießen. Ja, zumindest haben wir, hat er eh ein Dings geopfert. Schalten wir hier hinten rein. Da war er ja gerade noch. Da hat er gerade der Arsch rausgeklötzt. Ja, diese Objekt 254. Die Hunde, die sind so kräftig gepanzert. Ich glaube, ich habe die große Kanone drauf. Der ging nicht Jagdtiger. 100% Jagdtiger. Ich bin 100% Jagdtiger. Ihr kennt mir gar nicht. Wuck eins aufs Maul. Was turnt denn hier oben noch rum? Ich muss ein bisschen auch noch ein bisschen nach der Seite gucken, gell? Wir gewinnen das Spiel bestimmt. Ja, sieht ganz so aus. Aber wir müssen hier dabei nicht unbedingt sterben. Das tut ja nicht not. Apropos sterben, genau, da wollte ich euch sowieso was fragen. Wie sieht das aus? Wollt ihr Videos sehen? In denen ich vielleicht auch mal gestorben bin. Weg, Waterforsch. In dem ich auch gestorben bin und ja sozusagen das Spiel noch zu Ende angucke, oder sagt ihr, ey, das ist kacke, wenn du immer fort bist vom Fenster oder dem Video, das ist auch gar nicht als Video sehen. Gell? Lad uns bloß hoch, lad uns bloß Kämpfe hoch, wo du zumindest überlebt hast. Oder ja, wo du zumindest lange überlebt hast und dann vielleicht kurz vor dem Schluss erst gestorben bist. Ja, also sagt ihr da ruhig Bescheid, was ihr da für Vorstellungen habt. Trotzdem gehen wir nochmal eben drauf. Sagt mir da ruhig Bescheid, was ihr da für Vorstellungen habt. Hurra, hurra, wir haben gewonnen. ja. Spaß mit sein. So, wie sieht denn es gibt die Auswertung aus? Also, die müsste ja eigentlich ganz gut aussehen. ja, wir haben um uns gerotzt wie die Sauen. Wie haben wir beknistert? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Stück. Aber das Objekt haben wir nichts abgezogen. Und beim dem ENT30 ging auch nichts durch. So, wir haben 1300 Punkte. Wir haben 23.800 Kohle. Gucken wir mal, was übrig geblieben ist. Aha, übrig geblieben ist ein nasses von 5,7. Ey, das muss man sich mal überlegen, gell? Da hat man so ein Gefecht, gell? So, 1300 Punkte, na gut, das müssen wir noch halbieren, sind 700, aber trotzdem sind ja trotzdem 700 und Kleinkram. Gell, 780, 90 oder so waren es. Gell, 700, zeig mal, wo bist du denn? So, 793. So, dann hat man so ein Gefecht. Und dann ist die Reparatur und die Munition so teuer, dass du mit 5700 Nassen aus dem Gefecht rausgehst, wenn du nicht Premium-Account hast, da hat man 6000 plus gehabt. Ey, das ist doch armselig. Da verliert man echte Lust, mit diesen großen Tanks zu spielen. Gell? Das versaut einen einfach das ganze Spiel, muss ich sagen. Gell? Ich meine, wie gesagt, wir haben hier einen Schaden von 2300 angerichtet, also wir haben richtig um uns geschlagen. Weißt du? Und dann so ein Negativergebnis. Gell? Da kriegst du einen Hals dran, sage ich. So. Teamauswertung hat man schon geguckt. Selbst da bin ich unten am Arsch der Welt. Ja, 23.000 verdient und 28.000 brauchst du. Warum? Weil ich so dreist war und habe die große Kanone drauf gemacht, wo ein Schuss 1000 Ecken kostet.
Okay. Und man muss mal bedenken, okay, wir haben ja, wo war das Ding jetzt? Wir haben ja, hatten wir, sieht man das hier? Waren da überhaupt Zehner dabei? Ich glaube, da waren gar keine Zehner dabei, oder? Ja, kann man jetzt nicht mehr, ja, keine Ahnung, waren da die Zehner dabei oder nicht? Ach ja, doch, Zehner waren Klöme dabei. Ja, gut. Trotzdem, wie gesagt, es ist extrem ärgerlich. Ja. Versaut einen richtigen Spaß. So. 65.000. Okay. Gehen wir nun mit dem nächsten von diesen Geldfressern hier auf die Jagd. Bis gleich im Spiel. So Leute, wir sind im Gefecht und ihr wundert euch vielleicht, warum jetzt hier ein Panther steht und kein T-32. Das hat seinen Grund. Das erkläre ich euch aber am besten nach dem Spiel. Wenn mein Gallepegel wieder ein klein bisschen weiter unten ist, um es mal nett auszudrücken. Ich bin mich gerade so ein bisschen auf 190 oder so. So, wir fahren wieder hinten in unsere Ecke hinten rein. Na, was ist los, Leo? Quatsch, Leo, Tiger. Doch, Tiger, Leo, Mann, Panda, Rutzi Dirken. Ja, eins von den Viechern mit Krallen war es auf jeden Fall. Ja, ich bin mit meiner Laune gerade wirklich unten. Also wenn ich im Keller, muss ich noch die Schaufel holen und ein bisschen zu graben. Das ist so gerade mein Launepegel im Moment. Nachdem ich... Ja, naja, wie gesagt, ich erkläre es euch hinterher, wenn das Gefecht vorbei ist. So, das ist halt meine Lieblingsposition hier. Das wisst ihr ja schon vom Alecto her. Oh, jetzt dürfen wir drauf zufahren. Was habt ihr vor? Fahr doch nicht so weit vor, lasst die doch kommen. Mann, der oben steht, der sagt, lasst die kommen. Und ihr Trottel fahrt vor. Hier, 46%. Bumm. Was hast denn du gedacht, was da hinten ist? Hast du gedacht, da hinten gibt's Zucker oder irgendwas? Hier, Bonbons oder Schokolade? Mann, dann schreien sie auch noch um, Hilfe. Möchte ja am liebsten Kleinen auf dem Arsch brennen. Für seine Blödheit. Die müssen die nur hier vorkommen lassen. Von hier vorne können wir sie alle schön gemütlich abknallen. Oh nö. Wir fahren mal vor und lassen uns erstmal ein paar verbrezeln. 88%, 33%. 4%. Mann, wenn du solche Teams hast, brauchst du echt keine Feinde mehr. Ach, die haben auch noch mit der Beine, na prima. Hoffentlich könnte ich nicht auf die Idee, mal hierher zu halten, so prophylaktisch. Jetzt turnen sie alle da vorne rum. Ich hab die Schnauze schon wieder so voll. Und zwing einen dann damit ja auch mit vorzugehen. Du kannst es ja nicht im Stich lassen. Man will gar nicht, aber man muss. Ja. Was soll ich denn jetzt mit dem da hinten anfangen? Wir stehen ja nicht mal. Na gut. Mal sehen, ob wir hier ein bisschen was ausrichten können. Schön hier bescheuert von mir her zu fahren. Ne, wir machen es mal wieder von hier aus. Eine total bescheuerte Ecke hier. Total bescheuerte Ecke. Es ist einfach nur zum Kotzen. Da hast du hier keine gescheite Feuerstellung. Wack, wack, wack. Klar. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, Nummer 1. Aber da traut sich nicht mehr. Und das kommt hier auf einer vor mir rum mit seinem scheiß AT-8. Wirkungstreffer.
komm, bleib hier, du Misthund. Du haust nicht ab hier. Du haust hier nicht ab. Der ging nicht durch. Toll. Ach, hier unten wollen schießen, genau. Wir okay, haben sie. Das war. Mann, oh Mann. Peppa wurde getroffen, sie kann jeden Moment ran. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn du solche Freunde hast, brauchst du echt keine Feinde mehr. Pass auf, wenn es presst, wenn es die Ari eine drauf ist, sind wir am Arsch. Würde mich nicht wundern. Die turnen doch hier irgendwo rum. Ja, was ist denn los? Wartet ihr auf schönes Wetter? Warum kommt ihr nicht mit, ihr Idioten? Jetzt kommt ihr nicht mal mit, na toll. Dings getroffen. Ja, ich weiß nicht, reparierst du schon, aber vielleicht keine gute Idee. Kann ich bloß hoffen, dass ich bald die Aare hier entdecke, dass man die aus der Landschaft nehmen kann, bevor sie mir hier den richtig weh tun kann. Die hängt garantiert hier hinten auch schon vor, oder? Wo hängt sie, die Aare? Mann, wo bleiben denn die? Da, wo ist denn da hingefahren? Oh, was haben wir hier denn in AMC irgendwas? Wir haben sie nicht mal angekratzt! Ja, dachte ich mir. Mist, Sau, verdammte. Wir sind erledigt! Raus hier! Gott, oh Gott, oh Gott, 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 was sind das für Teams? Mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Da bleiben sie da hinten hocken. Da verstecken sie sich da hinten. Wenn er mit vorgekommen wäre, hätten wir uns die drei. Was ist denn das? Was waren der Hirten? Ach ja, der Jagdpanda-Hirten. Wenn der Arsch mit seinem Jagdpanda mit vorgekommen wäre, hätten wir sie alle drei, alle zu dritt schön platt machen können. Aber nein. Wir fahren hier ein bisschen spazieren. Und lassen uns vom nächsten Bayern rumfährt noch eine drauf brezeln. Na gut, wenigstens gewinnen wir das Spiel noch. Drei Abschüsse haben wir gehabt. Naja, viel Schaden haben wir glaube ich nicht angerichtet. Okay, wir haben zwar drei Abschüsse, aber wie gesagt, ohne Schaden bringt das ja auch nicht allzu viel. Das war jetzt echt nur Glückssache, dass wir das Spiel noch gewinnen. Also so wie sie gespielt haben, hätten wir es nicht gewinnen dürfen. Na komm, macht mal ein bisschen hin, macht mal die zwei Idioten noch platt. Wo sitzt denn die Ari eigentlich? Ach, da oben sitzt sie. Oh. Ach nee, die muss hier rumgefahren sein. Na gut, ist sie nackt gemacht. So, dann sehen wir mal, gucken wir mal, was rausgekommen ist. Ja, auch wenn sie nicht abgeknallt haben, macht es mit dem Panther trotzdem noch Spaß zu spielen. Okay, so gucken wir mal hier ausführlichen Bericht. Ja, was ich gesagt habe, 347 Schaden, das ist natürlich lächerlich. Okay. Hat auch plus 11.000 gebracht, hat uns aber auch nichts gekostet. Wir haben was dazu gekriegt, 2.900. So, sind in der Teamauswertung, naja gut, 5. Platz noch erträglich. Ja, und das ist halt das, was es halt was auch der Grund ist. Gell? Wir haben hier zumindest, wir sind zwar abgeschossen worden, haben aber zumindest noch ein bisschen Kohle gekriegt. Gell? Und jetzt guckt mal hier oben rechts, was da an Kohle da ist. 10.000, das waren vorher noch über 60.000. So. Also könnt ihr euch vorstellen, so, ich habe nämlich mit diesem Panzer die Schnauze einfach nur noch voll. Ich will den nicht mehr haben. Das ist so eine Mistkrücke.
wenn ihr euch das mal in dem Wehrpass anguckt. Wo ist er denn hier? T32. So. Ich habe in diesem Ding, mit diesem Ding gerade mal 32 Gefechte überlebt. Das ist ein Drittel von dem, was ich an Gefechten gemacht habe. Und habe in 97 Gefechten gerade mal 66 Panzer zerstört. Nehmen wir mal zum Vergleich hier den oben, der Su-85, 529 Gefechte, 664 Panzer zerstört. So. Von der Sieg-Niederlage, 43%. Ja klar, wenn du nicht reißen kannst mit so einem Panzer, dann kannst du auch nicht gewinnen. Okay, also wenn du keinen anderen Panzer abschießen kannst, kannst du auch nichts gewinnen. Das Ding, das hat so, das ist ein 8er Panzer und hat so eine scheiß Kanone. 198-320, was soll denn das? Da turnen andere Panzer in der Größenordnung 8er. Nehmen wir mal hier, nehmen wir mal die Briten hier. Nehmen wir mal den Briten, 8er AT-15. Was hat denn der für eine Kanone? Er hat eine 226-230 Kanone, also 226 Durchschlag. So, nehmen wir mal den Centurion. Hier, 226. Was haben wir hier denn noch? Gut, gehen wir mal bei den Deutschen hier. 8er. Jagd Panther 2. 246 zu 490. Und da turnst du mit dieser scheiß 198er Kanone hier durch den Busch da. Oder? Und sollst hier irgendwas reißen. Ey, da hat der Panther, ja gut, da hat zwar weniger Schaden, die er anrichtet, aber der Panther als Siemer hat eine bessere Kanone. Also, ich mach das mit diesem Scheißhaus nicht mehr mit. Ich werde die nicht mehr spielen. Ja, zumal, wie gesagt, guckt euch das an, wir bräuchten noch hier, bräuchten wir jetzt noch ungefähr 100.000, also weit, ein ganzes Stückchen über 100.000, 105.000, okay. Und selbst wenn wir dann den hätten, guckt euch das an, gell? Wir müssen den ganzen Scheiß noch erforschen. Die ist zwar jetzt nicht angezeigt, aber dass er erforscht werden muss, ach doch, freilich, mit 6.000 Forschungspunkten. Also wir müssen den auf die, also wir hätten dann wieder die gleiche Kanone gegen Zähner, gell? Also auch wieder gegen Zähner oder gegen, also kann man ganz sagen, fast definitiv gegen Neuner und Zähner, und gegen Neuner ja sowieso und dann auch noch gegen Zähner, gell? Wieder die gleiche Kanone, müssten da erst einmal hier über 100.000 reinstecken, dass wir eine ordentliche Kanone haben, gell? Können wir aber ja so nicht benutzen, also müssen wir nochmal 125.000 für die Ketten, weil er ja die Traglast nicht hat. Na ja, gut, Traglast könnte eventuell hinkommen. Ja, so, und bräuchten dann auch noch einen neuen Motor. Okay. Sind also zusammen auch nochmal, sind also zusammen 170.000, weißt du? Und dann sollen wir uns dann auch noch um den T110 erforschen. Na, da scheiße ich aber drauf, ehrlich, gell. Deswegen wird das Ding jetzt nicht mehr benutzt. Und das steht da jetzt bloß noch Busch in der Garage rum. Also. Und wenn ich die Schnauze voll habe und mir denke, okay, jetzt verkaufst du, dann verkauf ich ihn, da ist er weg. Also. Wie gesagt, ich würde sowieso nur noch bis hoch machen, bis zu ihm. Und dann würde ich ihn verkaufen und den würde ich mir definitiv nicht holen. Also lohnt sich das auch, ja, nicht mehr den groß aufzuheben. So, okay, genug gemeckert. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß an den Kämpfen, okay? Auch wenn sie heute nicht so oder hier nicht so richtig so gelaufen sind, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Ein paar Abschüsse haben wir trotzdem gemacht. Okay. Ihr könnt ja einen Kommentar schreiben, was ihr zu der Sache mit dem T32 da meint. Okay. Gebt mal eure Meinung ab, soll ich ihn doch behalten und weitermachen oder seid ihr auch der Meinung, hey, pass auf. Wenn du da 5 Gefechte hintereinander verlierst und dann auch noch 6.000 Ecken hier, okay, weil das ist ja auch, die Reparatur ist ja auch extrem, okay, extrem teuer jedes Mal. So, dann lohnt sich das halt einfach nicht und verkaufen also am besten. Okay, also wie gesagt, könnt ihr zu dem Thema was in die Kommentare reinschreiben und ja, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen rauf. Und wenn nicht, dann lasst gefälligst die Pfoten weg von den Daumen. So.
Ich sag dann mal wieder Tschüss und weg, euer Sheradan.